Yo Leute, ich bin am Start und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Gothic Let's Play von mir. Und ja, wie gesagt, habe ich jetzt gar nicht von da hinten gestartet. Yay. Ich bin so ein Genie. Ich möchte mal was versuchen. Einfach nur so. Aus Spaß. Da mir ein Abonnent geschrieben hat, dass ich mal versuchen soll, den Ork zu den Milizen zu... Oh, ich habe den sogar getroffen. Los, komm her, Mistvieh. Oh, das war gerade so ein Fail. Ich habe gesagt, dass ich dann da links und habe dann danach einfach, weil das ist jetzt gleich danach die Aufnahme, und dann einfach... Kommst du denn gar nicht? Komm her. Kriegst du eine Belohnung. Komm her, Leckerli, Leckerli. Ja, die werden große Augen machen. Ich hoffe, du stirbst nicht. Ey, nee, 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 nicht auf mich. Okay, so geht's natürlich weiter. Aber die stehen ja nun dumm rum, ey, los, kalt euch das Vieh. Ich trinke schnell einen Trank, ich hoffe, ich kriege die Erfahrung. Lauf, 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 lauf. Warum lauf? Nicht laufen. Trink, 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 trink. Komm, 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 wie viel Leben hat er, wie viel Leben? Okay, gut. Nein! Du! Du! Ja, du auch, oder was? Hier, yeah. Die Fresse. Ihr habt mir die XP geklaut. Das kriegt ihr wieder. Oh, ja, kill mich gleich. Kill mich sogar zweimal, kein Problem. Da läuft sogar Tomatenketchup raus, ne? Ernsthaft, ich habe wieder nicht gespeichert, ey. Oh mein Gott, wie blöd bin ich. Das hätte fast geklappt, ich hätte ihn beinahe gekillt. Und ich hätte fast die Erfahrung bekommen. Ich hätte nur noch den letzten Schlag machen müssen, ey. Nein, der Typ kommt und gibt ihn einfach. Der hat es bestimmt mit Absicht gemacht. Oh mein Gott, es hat geslaggt. Ich hoffe, dass man das jetzt nicht so heftig im Video sieht. Okay, es laggt gerade ganz schön doll. Ja, das kennen wir ja schon. Ja, geh schneller. Okay, es leckt gerade ganz schön heftig. Besser? Hallo? Spiel? Es leckt. So, da bin ich wieder. Ich habe kurz bis hierher gespielt, weil es mein Spiel sich... weil das Spiel abgestürzt ist. Ich glaube, das liegt an meinem Aufnahmeprogramm. Warte, oben fällt nötig. Ja, okay. Snapper Crowd. Crowd. Ich meinte Kraut. Liegt vielleicht an meinem Aufnahmeprogramm, dass ich jetzt so rumlege. Keine Ahnung warum. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen. Hier, yeah, juckt den Arsch, ey. Ich werde mal gucken, ob ich ein besseres Aufnahmeprogramm finde. Oh, der Wolf sogar jetzt mit. Aber das ist natürlich schade, wenn ich... Oh mein Gott. Schrei nicht und renn mir in der... Ja, der Wolf ist natürlich jetzt scheiße, ne? Okay, ich hoffe, die helfen mir schnell. Lauf, 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 lauf. Kommt, 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 kommt. Sind die dumm? Ah, vielleicht kriegt es den Wolf. Ey. Mach keinen Scheiß, Wolf. Okay, den Wolf habe ich schon mal. Nice. Okay, ich glaube, ich begnüge mich erstmal nur damit. Begnügen, genau.
ich meine, dass ich jetzt erstmal weitergehe und das mit dem Ork werde ich irgendwann später machen. Vielleicht schaffe ich den auch irgendwann alleine. Wie viel Gold habe ich denn? 1200. Ich habe gerade die ganze Zeit auf die falsche Taste gedrückt. So, da kann ich ja wieder was spenden. Ich möchte. Ja. Ich segne dich. Ein Lernpunkt. Ich spende gleich nochmal. Ich weiß gar nicht, wie oft das geht. Ich mache das jetzt so lange, bis ich kein Gold mehr habe. Oder bis es nicht mehr geht. Ich meine, dadurch werden wir stärker, warum nicht? 50 Gold. Ich meine, genug Gold habe ich ja. Ich möchte. Du hast jetzt insgesamt der Segen des. Okay, weiter geht's nicht mehr. Was hat ich jetzt vor? Genau, ich wollte gucken. 8 Äpfel habe ich. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Ich glaube, zeig ich dir. Gerade. Er arbeitet am. So, ich werde jetzt gucken, ob ich Äpfel kaufen kann. Ey, wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mir ernsthaft sagen, ihr habt keine Äpfel? So, das ist ein Waffenhändler. Was ist mit das handelt der nochmal? Zeig mir das. Das habe ich schon. Mit irgendeinem Schrott. Mit Pilzen. Die da handelt auch mit Waffen. Da muss man zum anderen Marktplatz gehen. Vielleicht haben die da was. Das lag echt ein bisschen schade, tut mir leid. Keine Ahnung, warum das jetzt plötzlich anfängt. Gut, hier, nimm ein paar Tränke als Belohnung. Ja, die kann ich gebrauchen, dankeschön. Was ist der Typ hier? Einfach mal so, kann ich da hoch? Nee, leider nicht. Aber ja, klar. Ich gehe noch schnell bei Bosper rein. Ich brauche ein neues Gold. Weil ich so großzügig, weil ich so großzügig war und es gespendet habe. Rupert. Zeig mir deine Ware. Jawohl, der hat Äpfel. Er hat Äpfel. Oh mein Gott, wie viel habe ich jetzt? 20, 5 Stück fehlen mir noch. 5 Stück hat der welche? Matteo. Zeig mir deine Ware. Okay, nein, hat er natürlich nicht. Aber ich will doch nur Äpfel. Bosper. Bist du ja wieder. Ja, und ich habe für dich Felle. Ich habe hier ein paar Felle für dich. Schafsfell? Nein, ich doch nicht. Würde mir nie im Traum einfallen. Wolfsfell, das ist gut. Ja, klar. Gute Arbeit. Wenn du mehr hast, komm zu mir zurück. Klar. Immer doch. So, ich gehe jetzt endlich zum Strand. Yay! Endlich, ey. Aber zuvor rede ich noch mit der hier. Oh, die hier neben mir haut sich einfach so eine ganze Keule rein. Bei mir wirst du finden, was du suchst. Ja, hast du Äpfel? Du sagst, du hast, was ich brauche. Auch Informationen? Aber ja doch. Was willst du wissen? Ich habe was anderes gehört. Zeig mir deine Ware. Bitte sag mir, du hast Äpfel. Oh, du hast keine Äpfel. Du hast nicht das, was ich suche. Du hast mich verarscht. Böses Weib. So, was gibt's hier? Hast du Äpfel? Gib mir was zu trinken. Fleisch hat er, ey. Wie sieht's aus? Wenn du was trinken willst, dann bestell dir was. Okay. Ich brauche Informationen. Was weißt du über die vermissten Bürger?
Nur so viel, dass die letzten Tage einige Leute nicht mehr aufzufinden sind. Hier am Hafen ist es besonders schlimm, sagt man sich. Frag doch mal die Leute hier im Hafen. In der Unterstadt soll es auch einige Fälle gegeben haben. Wenn du mehr darüber wissen willst, sprich mit Coragon. Er hat seine Kneipe in der Unterstadt und bekommt vielleicht das ein oder andere mit. Der Fischhändler Halvor unten am Kai könnte auch was wissen. Viele Leute gehen regelmäßig zu ihm. Wo kann ich Arbeit finden? Hier im Hafenviertel wird dir kaum jemand Arbeit geben. Da musst du schon in die Unterstadt zu den Handwerkern gehen. Aber wenn du eine gute Waffe schwingst, dann kannst du ja Alrik herausfordern. Er kämpft für Gold hinter dem Lagerhaus. Gibt es hier auch spezielle Arbeit, bei der ich schnell was verdienen kann? Was Spezielles also? Kannst du durch Wände gucken? Sprich mal mit Nagur. Vielleicht kann er dir weiterhelfen. Nagur, Ich hoffe, der nagert mich nicht an. Haha. Cardiff meinte, du hättest einen Job für mich. Hier im Hafen gibt es keine Jobs für Truppen des Königs. Du bist dabei, dich in Angelegenheiten einzumischen, die dich nichts angehen. Verschwinde. Oh, ja. Vielleicht hätte ich vorher die Rüstung ausziehen sollen. Okay, egal. Auf geht's zum Strand. Yay, Strandparty. Und ich habe immer noch nicht genug Äpfel. Ich muss alle Hände abklappern. 5 Stück fehlen mir noch, dann kriege ich Stärke dazu. So, los geht's. Mit einem schönen Sprung ins Meer. Ich will da hinten mal die Inseln auch noch erkunden. Soweit ich mich erinnere, gab es auch noch irgendwas. Irgendwelche Monster oder so. Wahane bestimmt. Sollte dieser Part wird ein bisschen länger. Weil ich jetzt Bock habe zu spielen. Okay, da oben ist der Leuchtturm. Ich gehe jetzt einfach mal weiter, weil ich war, glaube ich, nur hier. Und weiter war ich nicht. So. Oh. Los, schwimm schneller. Dass er keine Luft braucht, wenn er so Kopf mit dem Kopf nach unten die ganze Zeit schwimmt. Das war bestimmt anstrengend mit so einer schweren Rüstung, mit einem Schwert. Kann ich da hochkommen? Springen. Nicht buggen. Okay, sieht ein bisschen verbuggt aus, aber... Ja, stimmt nicht. Außer, du gehst jetzt da hoch. Enttäusch mich nicht. Enttäusch mich nicht. Geh da hoch. Ey, ich möchte... Bitte eher... Was? Doch nicht. Oh, der will mich doch verarschen. Kann ich hier hoch? Bitte sag mir, ich kann hier hoch. Nicht tauchen. Hoch. Hoch. Entweder bin ich zu blöd. Endlich, endlich. Eine Truhe. Kann ich die öffnen? Okay, rechts, links, links, rechts. Links, rechts. Rechts, links, links, rechts, rechts. Okay, rechts, links, links, rechts, links, links. Oh, ich hätte gehofft, ich krieg einen Dietrich. Aber naja, man kann ja nicht alles haben. Eine Klappmuschel. Oh, ich steck fest. Okay, gut. Kann ich von hier nach da oben? Ist ja eigentlich voll lustig. Okay, sieht nicht so aus. Und weiter geht's zum nächsten Strandabschnitt. Das ist ziemlich cool hier, weil viele Leute wissen das, glaube ich, gar nicht, dass man hier weiter schwimmen kann. Und da ist auch schon ein gestrandetes Boot. Oder ein Schiff, besser gesagt. Oh nein, nicht schon wieder. Bitte, bitte, verarsch mich nicht. Oh, ich war gerade kurzzeitig in der Wand drin. Vielleicht habt ihr das gerade gesehen.
Okay, ein Varan. Der kriegt mich nicht. Komm, spring hoch. Ja, komm her. Na, steckt ihr fest. Mal gucken, vielleicht habe ich irgendwelche Zauber für euch. Untote, Feuerball. Wo seid ihr hin? Wo seid ihr? Das ist nicht gerade nett, wenn ihr da im Boot drin packt. Ey, ich muss dich anvisieren können. Komm her. Ey, ich schlag dir jetzt einfach auf die Fresse. Wenn du mich so provozierst. Das scheint ganz gut zu klappen. Ja. Wenn der andere da jetzt auch noch hingeht, dann wäre es ja perfekt. ...120 Erfahrungspunkte für dieses fette Vieh. Wo ist das andere? Da unten oder was? Ah, da! Haha, das steckt jetzt auch fest. Okay, Speicher mal, habe ich schon lange nicht mehr. Der steckt da fest und ich kräme hier die Sachen. So einfach läuft das hier bei mir. Okay, rechts, links, links, rechts. Okay, nochmal von vorne. Rechts, links, 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 rechts, links. Rechts, links, links, links. Hä? Rechts, links, links. Rechts, links, links, rechts, links, links. Ernsthaft, ich gucke keinen Dietrich mehr. Das heißt, ich muss hier nochmal hin. Ich weiß gar nicht, ob da irgendwas Besonderes ist. So, und tada, 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 tada. Ein. Oh nein, piss dich. Ich weiß gar nicht, ob das Schwert gut ist. Ja, bleib da, bitte bleib da stecken. So, beruhig dich erstmal. Aber ich kann es bestimmt eh nicht anziehen. 44 Stärkepunkte. Ah, dafür ist das Schwert bombastisch. Und es sieht auch noch gut aus. Kann ich hier hoch, die Spitze? Ich weiß gar nicht, ob das so geplant ist, aber ich verpiss mich jetzt hier. Ah, ich sehe nichts, bitte. Geh weg, Baum. Schade, es wäre cool, würde da oben irgendwas versteckt sein. Das wäre richtig cool gewesen. Ich meine, eine kleine Kiste oder so, das würde doch keinen stören. Oh, zum Glück habe ich überlebt. Ich glaube, der hat den Arm gebrochen. Guckt euch mal den Arm an, der ist gebrochen. Oh ne, geht wieder. Uhu, Patafix. Okay, ich speichere mal. Und ich bin jetzt auch schon den nächsten Part hier und ich werde noch einen aufnehmen. Also wundert euch nicht, dass wenn ihr Kommentare oder so schreibt oder mir Tipps gebt, dass ich die dann nicht im nächsten Part gleich mache, weil ich nehme jetzt erstmal ein paar mehr auf, damit ich was für die nächsten paar Tage habe. Weil manchmal habe ich keine Lust zu spielen oder kann gerade nicht. Und dann ist es gut, wenn ich noch einen Part auf Lager habe. Und ja, ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.